Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Führung 4.0 in 5 Schritten zu einer neuen Führungskultur. Mein Name ist Daniel Böhmer. Ich verantworte das Thema Pre-Sales für Questback in Zentraleuropa und habe heute das Vergnügen, durch dieses Webinar zu führen in unserem wunderschönen Webinarstudio hier in Köln. Worum geht's? Also im Grunde genommen, wenn man die aktuellen Veränderungen Gig Economy, Digitalisierung, Transformation so betrachtet, da kommen ganz schön viele Anforderungen, neue Anforderungen, geänderte Anforderungen an eine moderne Führungskraft. Da sind Manager, die ihre Teams grundsätzlich neu aufstellen oder besser vernetzen müssen, die schauen müssen, dass Leute selbst organisiert sind. Kurzum, wie komme ich agil durch die Arbeitswelt 4.0? Und es ist die Führungskraft, die letzten Endes die Mitarbeiter, die Teams durch diese Zeit des Wandels durchführt. Und aber auch die HR-Abteilung übrigens hat einen ganz besonderen Stellenwert in diesem Prozess, aus unserer Sicht. Denn da müssen die nötigen Trainings durchgeführt werden, aber ganz besonders, es braucht Instrumente, die diesen Wandel nachhaltig begleiten und im Idealfall auch die Manager so aufstellen, dass sie selber, sag ich mal, mit Instrumenten eben Wandel ein Stück weit monitoren können, tracken können, schauen können, ist das, was wir tun, hat das eigentlich einen Effekt? Also die Maßnahmen, die wir beispielsweise aufsetzen, haben die den nötigen Effekt und kommt dieser Effekt letzten Endes an? Also diese Trainings und Instrumente sollen natürlich einfach dazu dienen, auch ein Stück weit die Führungskräfte zu entwickeln, dahin zu entwickeln, dass es, ich sag mal, digitale Leader letzten Endes werden. Und dem Thema möchte ich heute ein bisschen widmen. Letzten Endes wird es darum gehen, welche Schritte hierfür relevant sind und das letzten Endes so ein bisschen einen beispielhaften Ablauf einfach mal aufzuzeigen, wo wir Best Practices sehen, was wir für notwendige, wichtige nächste Maßnahmen letzten Endes halten. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte die Fragefunktion von der Software, die Sie gestartet haben, die GoToMeeting-Software, GoToWebinar-Software, oder aber nutzen Sie Twitter mit dem Hashtag QuestbackWebinar an der Stelle, können Sie auch Fragen stellen, das wird von unseren bezaubernden Marketing-Kolleginnen gemonitort. Kleine Werbung, dazu wurde ich angehalten. In den nächsten Wochen und Monaten, also im Rest von 2017, haben wir noch eine Fülle an Webinaren vorbereitet. Da wird es um das Thema Evaluierung und Action Planning gehen und im nächsten Digital Leadership wird ein Thema sein. Also in verbleibendem Zeit von Q3 und Q4 dann wird es einiges geben. Ich glaube, das nächste Webinar, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube am 21.09., da geht es um das Thema Bewertung, genau, Bewertung von Umfrageergebnissen. Also ich mache eine MAB, ich bekomme jetzt mal rohe Ergebnisse, wie bewerte ich eigentlich, was da drin steht und wie kann ich es so vorbereiten und aufbereiten, dass meine Führungskraft versteht und sieht, welche Handlung kann ich letzten Endes davon ableiten. Aber zurück zu unserem Webinar heute. Führung 4.0 und digitaler Wandel oder beides zusammen. Vertrauen ist die Voraussetzung für Wandel. Aber der Reihe nach. Ich würde erstmal kurz ein bisschen was dazu erzählen, wo ich die Ausgangssituation sehe, welche Herausforderungen sich daraus ergeben und darüber sprechen, was letzten Endes eigentlich ein Stück weit mit reinspielt in den digitalen Wandel und was das für Auswirkungen letzten Endes auf die zum Beispiel Berufsbilder hat oder auf die Anforderungen an die Führungskraft von morgen. Und mal ein paar Zahlen zugrunde gelegt und mir da ein paar Dinge raussuchen lassen. Die Ausgangssituation in dem Kontext Digitalisierung, demografischer Wandel, zunehmende Mobilität. Was heißt das eigentlich? Das sind also alles Rahmenbedingungen, die die Arbeitswelt 4.0 verändern. Ja, Prozesse ändern sich, Strukturen ändern sich. Vieles ist schon digitalisiert, aber die Mitarbeiter müssen noch abgeholt werden. Und das obliegt so ein bisschen der Führungskraft. Und die Führungskraft treibt eigentlich aktiv Wandel. Und die Führungskraft muss eben auch damit umgehen, wenn zum Beispiel die Firma das Geschäftsmodell verändert hat oder verändern möchte und dadurch andere Jobs möglicherweise notwendig werden oder andere Skillprofile relevant werden. Wie nehme ich dann die Leute mit, die da heute vielleicht noch nicht sind? Auch eine Sache für HR natürlich, aber wenn ich Wandel in meinem Team habe, wie kann ich das begleiten? Und was ist das überhaupt für ein Wandel potenziell? Und das World Economic Forum hat da für Deutschland ganz interessante Zahlen letzten Endes mal veröffentlicht kürzlich, wie sich Berufsbilder in Deutschland im Kontext der Digitalisierung verändern werden. Die dunklen Punkte im Sinne von, ich würde fast sagen, schwarzen Punkte sind Punkte, die im Decline sind, das heißt, die zurückgehen werden, also die Anzahl an Arbeitsplätzen letztendlich zurückgehen wird. Blaue sind Themen, die Wachstumsthemen sind und graue eher stabil. Und was mir da so ein bisschen ins Auge springt letzten Endes, ist, dass gerade im Bereich Büro und Administratives abgebaut wird. Klar, da denke ich direkt an die, ich sag mal, Einflussfaktoren von KI oder AI, also künstlicher Intelligenz respektive Artificial Intelligence.
kann mein Bot mir morgen dabei helfen, eine gute Investmententscheidung zu treffen für das kleine Kapital, was ich habe? Also alles, was irgendwo prozessgesteuert ist, was auf, ich sag mal, Klassifikation basiert, wo ich eine große Menge an Daten, die wir haben, Stichwort Big Data, die ich da einfach crunche und sage, okay, was für Muster ergeben sich daraus? Basierend auf immer wiederkehrenden, repetitiven Dingen können eben Bots heute schon gewisse Services übernehmen. Heißt, dass es potenziell weniger Leute gibt, die in der Hotline sitzen. Rufen Sie mal bei dem Telekommunikationsunternehmen an und fragen Sie, oder haben Sie einen Servicefall meinetwegen, und fragen Sie mal da jemanden. Erstmal werden Sie durch diverse Botschleifen durchgeroutet, um vielleicht einen richtigen Ansprechpartner zu finden. Oder aber, vielleicht kommen Sie mit der Meldung raus, nee, ist prima, Sie wollen das neue iPhone haben, da gibt es eine Webseite, da können Sie sich vorregistrieren. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Klick. Also Sie haben dann nicht mehr den menschlichen Kontakt nötig gehabt. Da geht heute sehr, sehr viel schon. Aber wir sehen auch ganz besonders die Sachen, die so ein Stück weit auch mit der gesamten, ich sag mal, Wertschöpfung zu tun haben, im Steigen sind. Ja? Verkaufspositionen und damit verbundene Supportpositionen an der Stelle sind beispielsweise etwas, was im eigenen, sozusagen im, jetzt habe ich das Wort vergessen, interessant, was sozusagen zunimmt. Transportation und Logistik, Transportation und Logistik ist auch ein Thema an der Stelle, was im Anstieg unterliegt. Klar, wir wollen das neueste iPhone haben, ergo immer mehr Transportunternehmen und Logistikunternehmen brauchst du dann an der Stelle. Und ein paar Sachen bleiben sehr stabil, wie zum Beispiel Construction, also Infrastruktur wird es immer brauchen. Insofern ganz spannend an und für sich, wie da so die Verteilung ist. Aber hier sehen wir so die ersten Auswirkungen von Transformation auf gewisse, ich sag mal, etablierte Berufsbilder. Führungskultur zahlt sich aus. Auf jeden Fall, denn diese ganzen Änderungen, die ich gerade so ein bisschen angeteasert habe, Berufsbilder ändern sich, Teamstrukturen ändern sich, Unternehmensausrichtungen ändern sich, haben alle so ein bisschen zur Folge, dass das jemand auch moderieren muss, diesen Wandel. Natürlich ist es eine Unternehmensstrategie, am Ende des Tages wird die aber runter letzten Endes dirigiert. Und dann steht da eine Führungskraft, die sagt, was passiert jetzt eigentlich, welche Auswirkungen hat das konkret für die einzelnen Mitarbeiter, die Direct Reports an der Führungskraft. Und insofern muss ich für diesen Prozess letzten Endes ein Stück weit auch die Thematik einfach anpassen, wie die Führungskultur aufgestellt ist. Und das heißt letzten Endes, dass dieser Prozess des stetigen Wandels eben einfach mal da ist und damit muss umgegangen werden. Ein Beispiel dafür finde ich, ganz spannend ist eigentlich Uber. Uber hat, war ein Mega-Disruptor, hat ein komplettes Thema aufgerollt. Die Art und Weise, wie wir zum Teil in Großstädten von A nach B kommen, muss man fast sagen, das ist bemerkenswert. Und ganz spannend ist letzten Endes, dass die kamen aus dem Nichts, haben es umgesetzt. Und dann hatten sie aber eine gewisse Größe und dann eigentlich wäre es an der Zeit gewesen, ja, strukturiert zu wachsen und strukturierte Märkte reinzugehen. Dann zeigte sich aber ein Stück weit, dass die Führungskultur nicht vorhanden war. Das gipfelte letzten Endes dann darin, dass der CEO vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten zurücktreten musste aufgrund von diversen Problemen innerhalb der Unternehmung, innerhalb der Kultur. Und das zeigt so ein bisschen, das war so tatsächlich, es trat ganz oben am Kopf als erstes auf, zeigt so tatsächlich, welche fehlende Kultur da vorhanden war. Jetzt muss ich das Unternehmen neu aufstellen. Heißt es, dass der Disruptor von gestern potenziell morgen wieder überrollt wird, weil dann Konkurrenten wie Lyft beispielsweise mit einem ähnlichen Modell, aber einer anderen, sage ich mal, Herangehensweise jetzt die Leute dort abwerben. Und da denke ich halt spontan, wenn ich halt weiß, im Unternehmen wie jetzt Uber, da passieren Dinge, die nicht sein dürfen. Warum nicht zum Beispiel mit der Whistleblower-App? Also eine App, die anonyme Hinweisgeber und Enthüller unterstützt, Alarmsignale zu senden. Wenn es dort Probleme gibt innerhalb der Führungskultur, warum das nicht auf irgendeine anonyme Art und Weise senden dürfen, ist für mich auch, sage ich mal, ein wichtiger Aspekt. Führungskräfte, klar, auf der einen, aber Mitarbeiter sehen ja, was passiert und verschließen hoffentlich nicht die Augen davor. Haben die also eine Chance zu melden, wenn was nicht funktioniert? Also aktiv darauf hinzuweisen, wenn es irgendwo Probleme in der Kultur gibt. Wie findet man letzten Endes da dann Gehör? Und das ist so ein bisschen eine Geschichte. Es wird spannend zu sehen sein, wie Uber sozusagen weitergeht. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Und wenn man die Leute an der Stelle Glauben schenkt, was ich tue an der Stelle, der jüngste Human Capital Trend Report 2017 kam raus. Und dort ist interessanterweise, oder einfach nicht überraschend, aber Führungskultur ist ein Trendthema. Es ist für die deutschen Unternehmen total als wichtiges Thema und Notwendigkeit erkannt. Ist Leadership als eines, blend das mal auf, Leadership als eines und die Organisation der Zukunft. Und da denke ich einfach, das wundert mich auf der einen Seite nicht, es sind die zwei Themen, die Digitalisierung ein Stück weit treiben.
die diesen Wandel letzten Endes mitbegleiten. Und da müssen Unternehmen ansetzen, schlicht und ergreifend. Ja. Auf der anderen Seite geben auch 67% an, dass ihre Digital Leadership Programme mangelhaft sind und dass sie Nachholbedarf haben. Also es gibt einiges zu tun an der Stelle. Und da denke ich einfach, da gilt es jetzt, sage ich mal, die nächsten Schritte zu gehen und kurzum auf dieses Thema zu setzen. Organisationsstrukturen werden sich ändern, aber wichtig ist, letzten Endes eine Strategie fürs Unternehmen festzulegen, mit den Führungskräften letzten Endes durchzugehen, das sicherzustellen, dass Führungskräfte verstehen, in welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich, wie verändert sich das Unternehmen oder was verändern wir, damit die das dann vorleben können. Das muss vorgelebt werden. So, in 5 Schritten zu einer neuen Führungskultur. Um jetzt dann mal nach der kurzen Einleitung oder vielleicht ein bisschen längeren Einleitung letzten Endes zum Thema dann zu kommen. In 5 Schritten, welche 5 Schritte sind das? Darum möchte ich jetzt sprechen. Wie können die konkret aussehen? Wieso auch der kontinuierliche Dialog so wichtig ist mit Mitarbeitern für dieses Thema Zukunft der Arbeit? Das ist ein elementarer Bestandteil dieses Themas. Und das möchte ich jetzt beleuchten. Was sind die notwendigen Schritte in diesem Prozess? Und wie Unternehmen letzten Endes davon profitieren können, diese modernen Befragungsinitiativen und Instrumente umzusetzen und einzuführen. Starten wir. Schritt 1, der allerwichtigste Schritt. Das Allerwichtigste ist zuhören. Auch das Management kann nicht alles wissen. Jemand, der, sag ich mal, für 200, 300, 400 Leute in seinem Bereich zuständig ist, kann nicht alles sehen und alles umschließen. alle Mitarbeiter zu befragen oder eine repräsentative Menge von Leuten zu befragen, ist das Allerwichtigste. Wisdom of the crowd. Nichts schlägt, sage ich mal, das Wissen von einem großen Kollektiv. Insofern immer darauf zurückgreifen. Also erster Schritt, repräsentative Befragen durchführen. Es gibt einen gewissen Trend, der dahin führt, samplegetrieben zu befragen. Wir haben ein Kundenbeispiel, wo in drei Jahren letzten Endes jedes Jahr ein Drittel der Leute befragt werden. Das ist ein repräsentatives Sample, das ist ein weltweit operierendes Unternehmen. Und so möchte man sicherstellen, dass man frisches Feedback hat. Weil Feedback hat ja ein Verfallsdatum. Ich habe es also gestern gesammelt und jetzt bearbeite ich das. Aber je länger das Bearbeiten und das Ausrollen und die Reports bereitstellen, das ist ein Prozess, der mitunter sehr, sehr lange dauert, viele, viele Wochen dauern kann. Je länger es dauert, desto unrelevanter wird das Feedback potenziell. Je weiter ich mich also vom Erhebungszeitpunkt entferne. Insofern schnell befragen, schnell Ergebnisse die Leute in die Hand drücken. Aber es fängt eben mit der repräsentativen Befragung an. Man muss den Leuten zuhören, das ist das A und O. Weil nur so kann ich eine Potenzialanalyse letzten Endes durchführen. Also es geht ja darum, die Organisation und die Führungsmannschaft im Kontext der neuen digitalen Rahmenbedingungen fit zu bekommen. Wo fangen wir letzten Endes an? Also es ist erstmal das Wichtigste zu verstehen. Der erste Schritt ist es zu verstehen, wo stehen wir überhaupt? Was sind unsere Stärken? Was sind, sag ich mal, Felder, wo wir besser werden können? Welche Felder haben wir noch gar nicht beleuchtet, die jetzt auf einmal relevanter werden, die wir vorher stiefmütterlich behandelt haben? Reinhören, Mitarbeiter, Führungskräfte einfach alle befragen, um festzustellen, wo stehen wir. Klar, Management hat eine Idee, HR und Talent und Leadership-Bereiche haben Ideen und sicherlich ganz konkrete und korrekte Wahrnehmung. Aber trotz alledem gilt es, alle mal anzuhören und dieses Wisdom of the Crowd-Element einfach zu nutzen, um zu sehen, gibt es was wir vielleicht nicht betrachtet haben? Gibt es ja überraschende Erkenntnisse, die sich aus einer Befragung letzten Endes heraus ergeben können. Ja. Und insofern ist es halt wichtig, in diesen großen Befragungen letzten Endes 2 Dinge zu tun. Das eine ist natürlich zu prüfen, wie weit ist die Organisation gut vorbereitet auf das, was da kommt. Ja, ist das Unternehmen agil genug? Sind die Prozesse schon digitalisiert oder wo fängt das eigentlich an? Haben wir schon digitale Elemente oder braucht es noch, sage ich mal, Grundlagenarbeit? Ja, der Wandel ist im Gange, der Wandel ist auch nicht morgen abgeschlossen. Ich glaube, wir werden zukünftig kontinuierlich im Wandel leben, weil es einfach keinen festen Status quo als solches mehr gibt, weil sich vieles sehr schnell weiter dreht, weil Leute neue Ideen basierend auf neueren Ideen bekommen und dementsprechend auch mal andere Wege einschlagen. Insofern ist es etwas, was man kontinuierlich tun sollte, nicht nur einmal. Und das zweite Thema ist letzten Endes Führungskräfte und Mitarbeiter. Wie gut sind sie auf diese Rahmenbedingungen vorbereitet? Und kann man die überhaupt mitnehmen auf die Reise? Kann man alle mitnehmen auf die Reise? Das gilt letzten Endes zu erheben. Also auch da kommt wieder der Führungskraft eine, sagen wir mal, gehobene Relevanz letzten Endes zu. Wo wir von Führungskräften gerade letzten Endes sprechen, in Bezug auf die Führungskultur. Welche Themenbereiche sind wichtig? Und spannenderweise zuletzt bin ich auf einige Themen immer häufiger gestoßen. Einmal in der Zusammenarbeit mit Professor Dr. Sabine Remdisch,
in der Leadership Garage, wo auch andere Unternehmen engagiert sind. Frau Remnisch ist Professorin für Personal- und Organisationspsychologie und Leiterin des Instituts für Performance Management an der Leuphana-Universität in Lüneburg, nahe Berlin. Und wir tauschen uns da regelmäßig über ganz interessante Themen aus. Eines ist das Thema Ambidextrous Leadership, also das beidhändige Führen. Wie führe ich Teams oder Organisationen, auf der einen Seite weiterhin meinen aktuellen Status quo zu sichern, meine Marktposition beizubehalten, auf der anderen Seite aber den potenziellen nächsten großen, das nächste große Ding zu entwickeln. Das eine ist halt letztendlich Exploit, das andere ist Explore. Und wenn Explore relevanter wird als Exploit, habe ich ein Disruption. So einfach kann das sein. Aber es ist wichtig, Führungskräfte in die Lage zu versetzen mit dem Konflikt zwischen, ich muss schauen, dass heute der Umsatz noch reinkommt, aber gleichzeitig potenziell ein Thema entwickeln, was den morgigen Umsatz sichert. Insofern ist das eine spannende Wechselwirkung. Aber das ist eine Sache. Die Digital Readiness ist das, was uns zuletzt ein bisschen beschäftigt hat, weil auf diesem Weg zu einer diversen digitalen Organisation machen Unternehmen halt auch mitunter tiefgreifende kulturelle Änderungen durch. Und diese Prozesse, die sich dort ändern, haben auch zur Folge, dass Karrieremuster sich zum Beispiel ändern. Und wenn sich Karrieremuster ändern, kann das bedeuten, dass sich das Thema Work-Life-Balance für Mitarbeiter ändern könnte. Generell ist halt so diese Strategie oder dieser Wandel hin zum lebenslangen Lernen versus ich habe jetzt was gelernt und ich bleibe auf dem Job für ewig. Der Switch ist ja auch schon sehr weit fortgeschritten. Das sollte sagen, nee, also ich möchte mich immer weiter fortbilden, ich möchte immer neue Themen für mich erlernen. Und das ist insofern ganz, ganz, ganz spannend. Es bleibt halt dabei, dass diese Führungskraft letzten Endes die Schlüsselfigur ist, diesen Prozess eben zu begleiten und dort eben die Transformation letzten Endes auch ein bisschen, mit in das Team reinzutragen. Um dieser Rolle auch gerecht zu werden, muss man ja auch schauen, ist die Führungskraft überhaupt für Digitalisierung bereit? Also ganz konkret Themen im digitalen Wandel, sowas wie die digitale Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also eine Fragestellung, das ist ein bisschen abgeleitet von der allgemeinen Selbstwirksamkeitsskala, schwieriges Wort. Zum Beispiel der Umgang, beim Umgang mit digitalen Technologien kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen, könnte eine gute Fragestellung sein. Und so kann man das letzten Endes dann immer weiter steigern, um überhaupt festzustellen, wie ready, also wie bereit ist eigentlich eine Führungskraft für Digitalisierung. Und das ist nicht immer nur toolbasiert oder das, sagen wir mal, Bedienen von modernen Geräten oder dergleichen. Da geht es dann tatsächlich schon mehr, um das Ganze natürlich in den Arbeitsalltag reinzubringen und im großen Big Picture letzten Endes zu betrachten. Ja. Aber auch Technikbereitschaft und Akzeptanz. Wenn wir jetzt mal ein Unternehmen sehen, was ursprünglich aus einer Fertigungsecke kommt, wie hoch ist die Technikbereitschaft und Akzeptanz oder die Kompetenz auch für Neues? Aus Drehknöpfen in Autos werden Touchscreens. Und auch Touchscreens sind vielleicht jetzt auch schon, sagen wir mal, eher so der Standard und der Status quo, weil morgen ist eigentlich alles, oder heute schon, ehrlich gesagt, heute schon ist alles sprachgesteuert. Ja, ich frage Siri morgens nach dem Wetter oder Alexa gibt mir Auskunft über irgendwelche News beispielsweise. Und das ist ja sukzessive, wird das ja auch alles wiederum Commodity. Und dadurch, dass es alles so schnell geht, wie gut nehme ich die Leute auf diesem Weg eigentlich mit? Ja, die allgemeine Innovationsfähigkeit ist noch ein weiteres Thema. Es gibt ganz, ganz viele Themen. Ist ganz interessant. Also wenn man sich in diesen Prozess reinbegibt, habe ich überhaupt die nötigen Leute oder habe ich die Kompetenzen und Skills bei den Leuten, um diesen Prozess erfolgreich mitzubegleiten? Nächster Schritt. Also nochmal zu rekapitulieren. Erster Schritt. Zuhören ist das Allerwichtigste. Repräsentativ befragen, den Leuten zuhören, diese Erkenntnisse sammeln. Das ist der Grundstein, die Plattform für alles. Schritt 2, mit diesen, sagen wir, gesammelten Erkenntnissen überhaupt verstehen, was habe ich da eigentlich? Was sind Aktionsfelder? Und was können besonders strategische Handlungsfelder zum Beispiel sein? Wie definiere ich die? Weil mit der Befragung kommen letzten Endes Erkenntnisse. Ja, wo beispielsweise habe ich besonders gute, starke Bereiche, also Kompetenzbereiche? Wo schneide ich auf den Team-Leveln oder Division-Leveln oder eben unternehmensweit besonders gut ab? Bei welchen Fragestellungen oder bei welchen Clustern habe ich besonders gutes Engagement oder besonders gutes Enablement oder Commitment? Man kann das ja auch wirklich hoch aggregieren. Aber wichtiger noch, und das ist für mich eigentlich das spannende Thema, was sind eigentlich meine Hauptentwicklungsfelder, um es mal positiv zu formulieren? Also wo habe ich Nachholbedarf? Wo schneide ich nicht so gut ab? Und warum? Und ist das vielleicht auch irgendwo gezielt in einem Bereich ein Thema, das wir dort nicht gut abschneiden im Vergleich zum Rest des Unternehmens? Da so ein bisschen auch so die Vergleichswerte. Ja? Wie schneidet ein Bereich im Vergleich zu seinen Peer-Bereichen ab oder im Vergleich zum Unternehmensdurchschnitt? Das ist ganz interessant. Wie verändert sich der Durchschnitt, wenn bestimmte Bereiche ausgeblendet werden? Also wenn ich Bereiche kombiniere, wie sieht es dann aus? Ganz interessant zu sehen.
wenn man Unternehmen jetzt mal betrachtet, nehmen wir mal ein, ich sag mal, großes Automotive-Unternehmen, da hat man auf der einen Seite Reifen, auf der anderen Seite aber auch so Themen wie urbane Mobilität, Sensorik und noch andere Themen. Ja, und ist das Thema Reifen für morgen noch relevant oder muss ich natürlich ein besonderes Augenmerk bei Digitalisierung auf diese anderen Bereiche richten? Das kann eine spannende Betrachtung sein. Also auswerten im Kontext meiner Strategie von morgen. Genau. Insofern, Ergebnisse in Kombination mit meiner Strategiebetrachtung ergeben letzten Endes die Handlungsfelder. Wo möchte ich mich verbessern? Wo ist es besonders relevant, mich zu verbessern? Das letzten Endes lese ich davon ab. Daraus ein Stück weit erzeuge ich dann, wenn man mal diesen Inner-Outer-Loop betrachtet, also Outer-Loop im Sinne von organisatorische Maßnahmen, organisatorische Themen, ich sag mal Root-Cause-Analyse letzten Endes, erkennen, was läuft grundsätzlich falsch, wo müssen wir Prozesse ändern, wie können wir Prozesse verbessern. Und der Inner Loop, das ist eher so diese, ich sag mal, Instanzbehandlung. Ja, da ist konkret etwas passiert, wie gehe ich mit dem einen Fall um? Und das macht man ja ganz gerne bei Customer Success oder Customer Service Stories beispielsweise. Lässt sich aber auch prima auf Organisationsforschung anwenden. Ich aber sage, gibt es gewisse einzelne Themen, die sich clustern lassen und wie kann ich denen dann organisatorisch beikommen? Und das ist dann das Ziel letzten Endes davon. Und ja, aus diesem Ganzen rausgenommen, ich verstehe an der Stelle die Ergebnisse, ich sehe, welche globalen Handlungsfelder sich ergeben, welchen Impact hat das auf Strategie oder welche Wechselwirkung gibt es zwischen Handlungsfeldern und Strategie. Und dann ist eigentlich der nächste Step, Transparenz herstellen, ja, Transparenz schaffen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Da sind 10.000 von Mitarbeitern haben Zeit ihres Lebens und ihrer Schaffenskraft investiert, um Feedback zu geben. Ja, das kann je nachdem, wenn das eine Mitarbeiterbefragung ist, die 80 Items hat, kann das ja schon mal sein, dass das 15 bis 20 Minuten dauert, wenn es jemand ernsthaft ausfüllt, was wir hoffen, dass es alle tun. Insofern, also um diesen nötigen Wandel auch anzustoßen, um umzusetzen, muss ich die Mitarbeiter mitnehmen, also ich muss die einbeziehen. Und das beginnt damit, dass ich sage, danke für euer Feedback, das sind unsere Erkenntnisse daraus. Wir geben euch direkt nach Feldende mal zum Beispiel einen Einblick, um das Momentum auch beizubehalten, vor allen Dingen direkt danach sagen, hey, x Prozent mehr mit, mehr Teilnehmer, mehr Teilnahmerate, höhere Teilnahmerate als beim letzten Mal. Wir sehen, dass Engagement um ein paar Punkte gestiegen ist. Wir sehen, gewisse Felder, die wir damals als strategisch definiert haben, sind auch besser geworden. Schon mal was zurückgeben, das Interesse auch wieder wecken, weil dann Motto, das war ja vor einer Woche, ach, ich habe Feedback gegeben, okay. Und bam, da sind Ergebnisse. Und cool, da sind Verbesserungen, prima. Die Leute so ein bisschen auch, ja, motivieren, auch danach zu fragen bei dem Team, hey, wann kommen die Ergebnisse? Wann können wir sehen, wie das für uns eigentlich aussah? Ich sehe konzernweit tolle Sachen. Wie ist das für unser eigenes Team? Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, die sofort mitzunehmen. Insofern ist das ein absolutes wichtiges Thema. Transparenz und Vertrauen spielen die wichtigste Rolle bei der Sache. Nur wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wurde, dass man aus diesen Feedbacks auch Ergebnisse letzten Endes hat, die analysiert worden und dass es konkret Maßnahmen, Handlungen gibt. Nur dann an der Stelle sind sie gewillt, in einer weiteren Welle nochmal Feedback zu geben. Und dann spielt meiner Erfahrung nach auch das Thema Survey Fatigue, so nennt man es, die Müdigkeit, Antworten auf Feedbacks zu geben, spielt ja gar keine Rolle mehr. Weil solange ich sehe, dass mein Feedback gehört wird oder ich Teil einer Menge bin, der zugehört wird und sich daraus ganz konkret und transparent Maßnahmen ableiten, die durchgeführt werden, die zur Verbesserung oder einfach mal vielleicht auch zum Wandel. Es kann ja auch sein, dass jemand anderer Meinung ist als ich jetzt. Aber ich sehe, dass da mal Change passiert, dass Wandel passiert. Dann bin ich gewillt, weiter Feedback zu geben. So schlicht und ergreifend kann es funktionieren. Insofern schnell kommunizieren, Momentum beibehalten, die Ergebnisse entsprechend aufbereiten und das Klassische, was man ja letzten Endes macht, ist dann Reports zu erzeugen, was mitunter ein bisschen längerer Prozess ist, weil anspruchsvoll, oder haben wir Live-Dashboards. Da sehen wir einen ganz großen Trend hin, dass mehr und mehr Ergebnisse direkt in Dashboards ausgespielt werden und so Manager eigentlich noch schnellere Finger an die Feedback-Ergebnisse halt bringen können. Ja. Generell lässt sich sagen, ist natürlich, wenn man auf den Konzern mal schaut, ist es schwierig, alle immer gleichzeitig zu informieren. Da kann die Empfehlung sein, auf Standorte runterzubrechen oder letztendlich auf Bereichsebene runterzubrechen, vielleicht All-Hands-Meetings zu nutzen, die vielleicht eh schon in Bereichen etabliert sind, solche Formate zu wählen. Wenn es ein Unternehmen ist von der Größe von 200, 300 Leuten, vielleicht hat man passenderweise in der nächsten Zeit auch ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier und kann die nutzen, die Ergebnisse vorzustellen. Ansonsten, wir leben in der digitalen Zeit, das Ganze mal per Livestreaming ins Web zu übertragen, wo sich Leute einloggen können, das sollte funktionieren und es sollte es den Unternehmen auch wert sein, auf die Art und Weise teilhaben zu lassen, Leute einzubeziehen. Schritt 4.
individuelle Maßnahmen festlegen. Eigentlich für mich der wichtige Punkt, Pull erzeugen. Also wir haben befragt, wir haben Ergebnisse verstanden, wir haben Handlungsfelder abgeleitet, wir haben Leute informiert und jetzt hat der Teamlead oder Bereichslead seine Ergebnisse in der Hand, was jetzt? Und das ist einfach ganz wichtig, nicht sagen, hey, hier ist es und das machen wir jetzt und fertig. Das ist eigentlich die Chance, sich als Führungskraft in der digitalen Zeit auszuzeichnen oder auch generell sich als Führungskraft auszuzeichnen. Ja, weil jedes Team, jeder Manager ist anders. Klar, es gibt Stärken und Herausforderungen, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber es ist halt ganz, ganz wichtig, jetzt die Ergebnisse vorzustellen, transparent zu sagen, hey Team, das ist unser Feedback. Also es ist unser Feedback vor allen Dingen. Es ist unser Feedback an der Stelle. Und lass uns mal drauf schauen, was sind eigentlich unsere Stärken? Wo haben wir, sag ich mal, gute Ergebnisse gemeinsam erzielt? Wo haben wir uns am stärksten verbessert? Wäre übrigens noch so eine Mittelkategorie. Aber auch konkret, hey, wir haben uns jetzt hier das Feedback gegeben, dass zum Beispiel das Thema Meetingkultur, die Art, wie wir uns regelmäßig austauschen, verbesserungswürdig ist. Okay, prima. Lass uns dran arbeiten. Lass uns einen Plan definieren. Und das ist jetzt das Wichtige, die Leute mitzunehmen. Ganz konkret eben mit diesen Ergebnissen aus einer MAB oder aus einer Führungskräftebefragung übrigens. Das wären so zwei große Initiativen, wo die Dinge herkommen können. Aber wichtig ist bei den Maßnahmen gemeinsam das zu arbeiten. Ein Ideation-Prozess nennt man das auch ganz gerne. Einen Ideation-Prozess zu starten, in dem jeder im Team einfach seine Meinung auch beitragen kann, indem man zusammenarbeitet, was tun wir jetzt. Weil dann ist ja, nachdem klar geworden ist, warum haben wir uns so das Feedback gegeben, kann man natürlich viel besser an den Maßnahmen arbeiten. Und wenn jeder an der Stelle dann Teil dieses Prozesses ist, bekomme ich ein viel stärkeres Commitment. Ja? Wer das alles selber entwickelt oder mitentwickelt, ist auch stärker bereit, sich daran letzten Endes zu beteiligen. Ein Bottom-up-Ansatz. Ja, klar, es wird hier auch zentrale Maßnahmen geben, strategische Maßnahmen, die muss die Führungskraft dann erklären und auch Antworten hoffentlich haben. Aber da kann man sich briefen lassen von HR-Business-Partnern oder dem Talent-Bereich briefen lassen. Was bedeuten jetzt, sage ich mal, die strategischen Ziele und diese Maßnahmen, die damit zusammenhängen, die mir gegeben wurden, was bedeutet das für mich und mein Team? Man will es ja transportieren können. Also insofern muss man diese beiden Maßnahmenblöcke anschauen, aber gemeinsam mit dem Team letzten Endes diskutieren, weil das sind Einfluss, dem Team ausgesetzt ist, wo man eben dann vielleicht nicht mitdiskutieren kann, was okay ist. Ein Unternehmen hat das Recht, letzten Endes auch Maßnahmen aufzusetzen. Aber alleine diese beiden Themen, das einfach nur vorzustellen und gemeinsam an den Maßnahmen zu arbeiten, erzeugt schon ungeheuren Pull aus dem Team heraus. Weil auf einmal ist es ja transparent. Wir wissen Ergebnisse, wir wissen, wer für Maßnahmen zuständig ist. Und also ich persönlich, ich delegiere Maßnahmen dann auch an Leute im Team und sage, hey, unsere Meetings laufen nicht gut, okay, hier, lass uns mal vielleicht einen Kriterienkatalog aufsetzen, was ein gutes Meeting deklariert. Und lass uns dazu im Nachgang auch nach jedem Meeting eine Befragung machen, die der Initiierte das Meeting einberufen hat, um dann nach diesen Kriterien zu bewerten. War das gut, war das zielführend, waren wir ausreichend vorher informiert, haben wir eigentlich alle unseren Beitrag leisten dürfen und können und was sind konkrete Follow-ups, ist das alles definiert. Schaffen wir uns also selber und schaffen wir uns selber eine bessere Meetingkultur und verproben es gleichzeitig kontinuierlich, verbessern wir uns auch. Und da sind alle gewillt mitzuziehen. Und so kommt man, sage ich mal, von normalen Okay-Meetings zu Wow-Meetings, die einen tollen Effekt haben und einfach super laufen. Es macht dann fast schon wieder Spaß, in Meetings zu gehen, auch wenn wir viel zu viel davon haben. Ja, all das letzten Endes, dieser Pull, nochmal einfach als Reminder, ist sagen wir mal ein Statement letzten Endes. Der operative Wandel in der Organisation kann nicht top to bottom erfolgen. Weil es ist ja letzten Endes, man spricht manchmal vom Wasserkopf, aber am Ende des Tages ist es ja eine Pyramide oder ein Tannenbaum, wenn man so möchte. Ich muss die Basis abholen, ein Stück weit. Klar geht das von oben nach unten, wenn es um Strategie geht. Aber das wirkliche Leben, das Aktivieren der Leute, das Leben der Strategie kann halt nur aus der Basis, aus den jeweiligen Teams heraus passieren. Die mitzunehmen ist das oberste Gebot, sonst verpuffen Maßnahmen. Sonst führt man die einen nur der Maßnahme willen und nicht des Changes willens. Insofern, darauf muss man setzen und das muss man in die Köpfe auch reinbekommen. Oder dafür muss man eigentlich nicht die Köpfe beeinflussen. Muss jetzt, klingt ein bisschen cheesy vielleicht, aber muss die Herzen gewinnen, ja, um diesen Wandel letzten Endes ein Stück weit zu begleiten. Damit das gelingen kann, ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema, kurz vielleicht über die Kompetenzen zu sprechen, die so eine Digital Leadership mit sich bringt, weil die durchaus ein bisschen anders ist. Dieses ganze Thema hat ja Auswirkungen auf Kompetenzen und Tools gleichermaßen, die in diesem Prozess, in diesem großen Change-Prozess entscheidend sind. Und von der Führungskraft eben zu dem Digital Leader ändern sich so ein paar Spielregeln. Weil
ich muss halt auf diese Leute ganz konkret eingehen, weil es sind die, die vorangehen, das sind die, die motivieren müssen, die Leute inspirieren und ja, wie gesagt, die Mitarbeiter mitnehmen auf diesem Gesamtweg. Und das ist das einzig, das ist wirklich Entscheidende. Und die Leute hat da unterschiedliche Kompetenzen mal zusammengefasst. Das nennt sich Digital Deloitte's Leadership Capabilities in a Digital World. Und da geht es nicht nur um Trainings. Trainings sind auch ein wichtiger Aspekt, aber es geht auch um Tools. Inwieweit, sage ich mal, Führungskräfte, digitale Führungskräfte in der Lage sind, entsprechende Tools anzuwenden, um effizienter, besser und schneller zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Und wo ich gestern möglichst viele Informationen gesammelt habe und mich vollumfänglich 110% informiert habe, um dann eine Entscheidung zu treffen, was dann auch wieder ein langer Prozess ist, bin ich heute vielleicht auch, das sieht man unten links, making decisions quickly without all the information. Also der Amerikaner würde sagen, einem Hunch folgen, einem Bauchgefühl vielleicht folgen, sagen, okay, wir machen das jetzt, wir versuchen das. Weil eine andere Ausprägung unserer Zeit ist ja, wenn man schon, sage ich mal, einen Fehlschlag hat, dann möglichst schnell. Ja, also die Entwickler-Community sagt ganz gerne, fail often, fail early. Das ist so das Mantra der Startups und das ist auch okay, das ist auch gut. Sondern das lässt sich, glaube ich, auch auf Organisationen in etablierteren Märkten letzten Endes umsetzen oder anwenden. Man kann auch mal Fehler machen, weil man keine Fehler macht, macht man auch letzten Endes keinen großen Change. Das ist nicht disruptiv, das ist dann einfach Business as usual, sehr abgesichert. Aber in manchen Fällen, glaube ich, zeichnet einen neuen Leader aus, auch mal ein Stück ein kleines Risiko einzugehen in gewissen Maßen. Ja, gibt ein tolles Beispiel von der Deutschen Bahn und ich möchte da mal jemanden zitieren. Da gibt es ein Programm, ich glaube 2016 wurde das gestartet, nennt sich Zukunft Bahn. Und da erzählt der Cornelius Fischer, der beim DB-Konzern für hierarchiefreies Arbeiten zuständig ist, erzählt letzten Endes oder sagt, Statement oder mal Quote, bei unserem Projekt Zukunft Bahn geht es aber nicht nur darum, ob eine Schraube künftig nach rechts oder links gedreht wird, wir müssen auch etwas im Inneren der Bahn verändern. Wir schauen uns auch an, wie sich die Arbeitsweise ändern muss. So gibt es neue Vergütungssysteme für Führungskräfte, neue Karriereregeln und wir arbeiten an einer effizienteren Meetingkultur. Ja? Und er sagt halt weiter, das ist ein recht langer Artikel, den Link sehen Sie unten, er sagt halt weiter, dass man dort sehr stark schritt- und abteilungsweise arbeitet und dass eine Ausprägung beispielsweise die war, dass bei der Personalabteilung des DB Vertriebs seit 1. Juni in agilen Teams der Chef sozusagen vom Team gewählt wird. Ja? Das heißt, nicht unbedingt der Manager ist der, der führt, sondern es ist der Leader, dem die Leute folgen wollen. Und das ist ein Prinzip, was auch andere Firmen schon angewendet haben, Spotify beispielsweise, was Hierarchien auch aufgelöst hat und eher in einem anderen ja, Konstrukt letzten Endes arbeitet. Und so ist es ganz spannend. Und so wurden dort, sage ich mal, Hierarchien abgeschafft letzten Endes. Und das ist ein Prozess, der ongoing ist und den wir weiter beobachten. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, was passiert, wenn Mitarbeiter ihren Vorgesetzten, also nein, eigentlich ihren Leader wählen. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Herangehensweise. Ja, wie kann das, jetzt haben wir gesagt, wir haben ja irgendwie das Thema Maßnahmen ableiten. Ich habe mal ein Beispiel vorbereitet, um mal zu zeigen, wie sowas aussehen kann. Und das Webinar am 21.09. von meiner Kollegin Eva Schneider und meinem hochgeschätzten Kollegen, beide sind hochgeschätzt, aber von meinem Kollegen Ludger Kesting an der Stelle, wird sich prima mit dem Thema beschäftigen, aber ich möchte dennoch mal ganz kurz hier so reinzoomen letzten Endes. Und das ist ganz spannend. Also wir haben jetzt hier potenziell so ein Dashboard, was jemand sieht, der vielleicht für eine Abteilung verantwortlich ist oder auch ein HR-Department. HR würde zum Beispiel vielleicht drauf schauen, hey, wie ist denn die Korrelation zwischen Commitment und Enablement? Finde ich ganz spannend, die Betrachtung. Also haben wir dann die produktiv engagten Leute, das sind ja auch die, die man häufig haben will. Aber auch klar, die Untapped Potentials sind ganz spannend, die ich nach oben bewegen will, dadurch, dass ich vielleicht das Commitment erhöhe, weil die sind schon sehr enabled. Ja, oder wie kann ich beispielsweise die frustrierten High Potentials motivieren, ein besseres, sage ich mal, besseres Enablement dorthin zu bekommen oder besser sich weiterzubilden. Das können ganz, ganz interessante Sichtweisen sein. Für mich aber relevanter letzten Endes, vielleicht als Teamlead, ist ja die Betrachtung, wo bin ich gut aufgestellt, wo an der Stelle habe ich potenziell Handlungsthemen. Also diese typische Top-Bottom-Betrachtung und da einfach mal auf die besten drei und die schlechtesten drei natürlich gemünzt. Und dann sehe ich relativ schnell und deutlich in meinem Dashboard, alles klar, das sind die drei, wunderbar. So schneiden wir ab, ziemlich gute, hohe Zustimmungsgrad. Und im Vergleich zu zum Beispiel der Gesamtfirma oder der nächsthöheren Einheit schneiden wir auch zum Teil sehr gut ab. Aber ich sehe eben auch, wo habe ich Handlungsbedarf? Und da sehe ich konkret hier unten in so einem
Dashboard, auf das ich schnell zugreifen kann, sehe ich halt auch ganz klar dieses Thema, ja, die Art und Weise, wie wir uns unterhalten oder wie wir mieten beispielsweise, um unseren Kunden besser zu dienen, die ist echt, echt verbesserungswürdig und da haben wir auch einen relativ großen Rückstand zum Durchschnitt der Gesamtcompany in dem Fall. Ja, also es sind solche Tools wie dieses Feedback-Portal, diese App letzten Endes, die mir die Chance geben, total schnell an Feedback zu kommen. Ob das jetzt, sage ich mal, diese Insights sind, die mir vorbereitet werden oder eben auch traditionell am Ende des Tages, ob ich Reports bekommen möchte für mich und meine Bereiche oder aber ob ich gezielt selber Feedback einholen will. Da werde ich gleich letzten Endes nochmal drauf eingehen. Kurzum, Tools. Es sind Prozesse, die sich ändern müssen. Es ist die Kultur, die sich, die letzten Endes dann in diesem Prozess sich verändert. Tools sind etwas, was helfen kann, diesen Prozess zu begleiten und effektiver zu gestalten und ein Stück weit auch ja, Arbeit und Komplexität aus diesen Dingen rauszunehmen. Schritt 5. Jetzt haben wir das Team informiert. Wir haben überlegt, was tun wir. Wir fangen an, es umzusetzen. Alle sind excited und engaged, um mal zwei Anglizismen zu benutzen. Nur zwei. Fünfter Punkt, Maßnahmen verfolgen, Effektivität sicherstellen. Das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich sogar der entscheidendste Punkt, denn es ist halt nicht so, dass die MAB alleine oder eine große Führungskräftebefragung aller 3 Jahre alleine reicht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich erhebe heute zum Beispiel Feedback und je weiter wir fortschreiten im Jahr, desto, sage ich mal, abgelaufener ist das Ganze, das ist wie Lebensmittel. Irgendwann will man die auch nicht mehr konsumieren. Ja, das ist ein relativ einfaches, schönes Beispiel. Insofern, die MAB alleine reicht nicht. Die ist ein super Instrument, um Handlungsfelder zu finden. Dafür braucht man sie. Da bin ich persönlich der Meinung, dass eben auch eine gesampelte große MAB ausreicht. Also groß heißt letzten Endes eine große Befragung, die ein sehr breites Spektrum abdeckt, um eben Handlungsfelder zu identifizieren. Aber letzten Endes brauche ich eigentlich in diesem gesamten Prozess, den wir jetzt ja besprechen, des Wandels oder wo ich einen Geschäftsgegenstand neu ausrichte, brauche ich agilere Tools, um zwischendurch letzten Endes auch ganz konkret kleine Veränderungsfelder beobachten zu können. Und dafür braucht man letzten Endes in diesem dynamischen Prozess, braucht man agilere Befragungsinstrumente. Ja? Und das kann dann so ein On-Demand-Prozess sein, wie ich ihn gerade angeteasert habe. Aber in der Gesamtheit heißt das auch, ich muss kontinuierlicher in die Befragungssituation reinkommen. Und das können ja auch unterschiedliche Anlässe sein. Ja, wie geht es dir diese Woche oder wie ist die Woche gelaufen? Was hat der Einfluss auf meine Laune diese Woche oder auf das Gefühl, wie produktiv ich war? Kann eine Sache sein, ja, Meetingkultur zu befragen, eine weitere. Und genauso auch die Thematik, wenn sich eine Führungskraft weiterentwickelt hat, vielleicht dort Step-by-Step zwischen den großen Befragungen Führungskräften die Chance zu geben, Themen, in denen sie sich glauben, verbessert zu haben oder an denen sie Handlungen umgesetzt haben, konkret mit dem zum Beispiel eigenen Team mal nachzubefragen. Ja? Das können alles Ansätze sein. Insofern, was heißt agilere Befragungsinstrumente in dem Zusammenhang? Es geht darum, letzten Endes kontinuierlicher die Dinge zu prüfen, die man umgesetzt hat oder begonnen hat umzusetzen. Nicht jede Maßnahme ist sofort nach der ersten Implementierung fertig. Der Plan überlebt niemals den ersten Kontakt mit der Wirklichkeit, wie man so schön sagt. Insofern kann ich eben so eine Fehlentwicklung auch sehr, sehr schnell korrigieren. Also kurzum, diesen Change-Prozess, den man anstößt, den sollte man auch eng monitoren und im Zweifel eben mit Maßnahmen und Korrektur gegenwirken. Aber eben nicht erst, sage ich mal, um es mal grafisch zu machen. Ja, wir haben 2017 heute jetzt Befragung und die nächste große Führungskräftebefragung oder die nächste große Mitarbeiterbefragung kommt halt hier irgendwo 2019 oder 2020. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen nur alle 2 oder 3 Jahre groß befragen. Das hat eine Befragung innerhalb eines letzten Webinars ergeben, dass ich glaube sogar über 70% aller 2 oder 3 Jahre letzten Endes nur befragen, in Anführungszeichen nur. Insofern aber eine spannende Geschichte. Und wenn ich also jetzt 2017 meine Handlungsfelder bekomme, dann was passiert da eigentlich? Ja? Ich bekomme einen Report, ich handle und was jetzt? Also die Maßnahme wird implementiert, was tue ich dann jetzt? Und da muss ich ja eigentlich anfangen nachzubefragen, hat das eigentlich eine Effizienz, war das effizient, diese Maßnahmen umzusetzen. Und dann muss ich aber sukzessive weitergehen und ich kann im Prinzip ja Dinge kombinieren. Also wie ist die Maßnahmeneffektivität, die verändert sich, bis ich am Ziel bin. Wie ist, sage ich mal, das Engagement im Team auf dem Weg beispielsweise. Ja, verändert sich ein Stück weit das Enablement, das Commitment, also so softe Faktoren, wie die im Vergleich letzten Endes sich weiter bewegen. Und das ist ein schönes Beispiel für einen modernen Dialog, wo ich getimte Maßnahmen mit prozessbasierten Maßnahmen, mit vielleicht auch bedarfsgestützten Befragungsinstrumenten einfach verknüpfen kann, um damit, sage ich mal, effizienter zu befragen. Und so ein schönes Beispiel für dieses neue, frische Feedback ist aus meiner Sicht etwas, was wir bei Questback hier intern auch als erstes eingesetzt haben oder für uns auch entwickelt haben.
Das nennt sich Beat. Das ist ein Konzept von meinem Kollegen Kamil. Und das ist jetzt, bekommt Produktreife und das ist denkbar einfach. Letzten Endes schickt er mir jede Woche freitags eine E-Mail und fragt mich, wie war denn die Woche für dich? Ja, und das ist auf der Skala von fantastisch bis hin zu Gott sei Dank ist es Freitag. Also insofern wirklich super gut bis eher schlecht. Und ich kann da, das beginnt letzten Endes in der Mail oder er pingt mich auch in der App dazu. Und das beginnt letzten Endes damit, dass ich sage, alles klar, das war fantastisch. Und es ist jetzt ist es eine Art und Weise, wie ich jetzt weiter in dem Prozess drin bin. Es war fantastisch. Jetzt fragt er mich, warum. Ja, wegen meinem Team beispielsweise. Wegen mir persönlich war das eine tolle Woche, aber auch wegen meiner Entwicklung. Und so gebe ich der ganzen Sache Kontext. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass viele diesen einfachen Ping erwidern und so sagen, hey, die Woche war so lala, weil Projekte laufen nicht gut. Und wenn ich einen großen Blick darauf werfe, bekomme ich auf einmal raus, warum an der Stelle klappt das in den Bereichen, wo an der Stelle ist die Stimmung nicht so gut und welche Gründe hat das. Und wenn ich will, kann ich noch ein paar Fragen mehr beantworten, vielleicht aus dem Standard-Engagement-Modell. Und dann ist es das aber schon. Das ist für mich die moderne, neue Art, mit meinen Mitarbeitern oder zwischen den Peers zu kommunizieren. Hey, wie war die Woche, warum? Und generell, sag mal, wie hast du das eingeschätzt? Hast du alles getan, zum Erfolg beizutragen? War irgendwas im Weg? Fertig. Keine 30 Sekunden und ich bin durch. Versus 20, 30 Minuten. So kann ich über die Wochen das Ganze auch noch alterieren und durch unterschiedliche Fragen letztendlich durchgehen. So, ich bekomme das Zeichen von meiner Produzentin hier, dass ich ein bisschen aus der Zeit rauslaufe. 45 Minuten mal angesetzt, sind bei 47. Ich hoffe, Sie halten auch ein paar Minuten durch. Ich würde gerne zusammenfassen, was wir heute letzten Endes so besprochen haben. Also eine Zusammenfassung aller Punkte. Schritt 1, repräsentative Befragung durchführen. Hören Sie zu, das ist der aller wichtigste Schritt. Das ist für mich das Key Takeaway aus Position 1. Ergebnisse verstehen, Aktionsfelder definieren. Ergebnisse aus der Befragung in, sage ich mal, Verbindung mit Unternehmenszielen und Unternehmenswandel bringen, um zu sagen, wir wollen hierhin, Feedback an der Stelle sieht so aus, wie passt das zusammen, um zu erklären, wir verstehen, dass ihr das so und so seht, deshalb wollen wir die Strategie dahingehend anpassen. Immer das Ganze in Zusammenhang bringen. Erklären, Transparenz schaffen, sofort informieren, hey, prima Initiative, es haben mehr Leute teilgenommen, ihr bekommt dann und dann, bekommen die Teamleads die Reports, aber wir möchten euch heute schon mal sagen, Engagement ist up, Commitment ist up und wir haben auch mehr Leute, die teilgenommen haben. Vierter Punkt, individuelle Maßnahmen für die Teams erzeugen, ganz wichtig, der Teamlead zusammen mit dem Team, Ideation, also als Gruppe, Maßnahmen finden, die man gemeinsam umsetzen will, den größtmöglichen Pull letzten Endes erzeugen. Leute, die mitbestimmen, was gemacht wird oder zumindest Mitspracherecht haben, haben ein höheres Commitment letzten Endes, auch daran, an der erfolgreichen Umsetzung mitzuwirken. Ja? Schritt 5, Maßnahmen verfolgen. Der zweitwichtigste Punkt für mich an und für sich. Ich kann viele Maßnahmen aufsetzen oder aufgesetzt bekommen und dann umsetzen, aber ich muss schauen, hat das eine Effektivität? Kommen die wirklich an bei den Mitarbeitern? Und da reichen kleine, kurze, knackige Befragungen. Ja, das und das, wir haben die Meetingkultur angepasst, wir haben jetzt einen Prozess etabliert. Kommt das an? Werden die Meetings deshalb besser? Und das kann ich sukzessive nach jedem Meeting immer weiter verproben. Ja. Ich bin überzeugt davon, ich habe es in der Praxis auch gesehen, dass wenn man sich an diese simplen 5 Schritte letzten Endes hält, bei dem Aufsetzen seiner Befragungsinstrumente und vielleicht auch bei der Re-Evaluierung von Befragungsinstrumenten, führt es zu einer definitiv nachhaltigen Unterstützung von diesem Wandelprozess und ist deshalb tatsächlich einfach nur zu empfehlen. So, wir haben Fragen. Okay, gibt es bewährte Methoden oder Tools, um die Führungskräfte zu motivieren, die Befragung wirklich selbst durchführen und individuelle Maßnahmen einzustellen, also diesen Prozess auch zu leben? Gibt es in der Tat, gibt es unbedingt an der Stelle. Ich switch da mal ganz kurz hin. Hoppla, wo ist denn... Da ist das Fenster. Es gibt in der Tat eigentlich, also es geht darum so ein bisschen um Tools letzten Endes und um Hilfestellung. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, das ist wieder so ein Cockpit. Ich bin also nochmal wieder in dieser Feedback-App drin. Und es ist halt total simpel für mich hier das ist das, was ich tatsächlich live tue im Übrigen. Das ist mein Cockpit. Für Pre-Sales Central Europe beispielsweise gewisse Themen definiert, an denen ich jetzt schon arbeite oder arbeiten muss. Ich werde auch erinnert, dass ich vor 7 Tagen hätte auch über Gesundheitsthemen mal sprechen sollen. Ups. Und das System analysiert für mich ein bisschen auch so die Relevanz. Also wie ist eigentlich die Wirkung und wie ist der Aufwand? Das motiviert mich persönlich zum Beispiel. Ich sehe so, das Thema
analytisches Expertenwissen aufzubauen oder auch den Pilot- und POC-Prozess auszurollen. Das System bewertet es als strategisch wichtige Initiativen. Darauf sollte ich mich fokussieren. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Präsentationen und Demos in mehreren Sprachen anzubieten eigentlich so ein Thema ist, was vielleicht zu vermeiden ist. Also auch die Hilfestellung ist eine total wichtige Sache. Und natürlich dann Dialogfunktionen beispielsweise helfen mir auch mit meinem Team letzten Endes in Kontakt zu bleiben und halt auch rauszubekommen, hey, ist das eigentlich was, was mir konkret hilft? Andere Frage. Hier ist eine. Wir stehen ganz am Anfang, schreibt ein Teilnehmer. Eine vollumfängliche Befragung aller Mitarbeiter war für uns bisher kein Thema. Kann ich auch ohne diese Basis sinnvoll starten? Weil in Klammern, weil zu komplex, aufwendig für die Organisation. Okay. Ja, unbedingt. Also ich habe ja schon gesagt, es muss keine 80-Item-Frage sein. Es reicht auch an der Stelle, also 80 Item Fragebogen sein, es reicht auch an der Stelle, mal mit ein paar Fragen zu starten, um überhaupt mal ein Gefühl zu bekommen. Da kann ich so Dinge abfragen wie, bin ich überhaupt ein Arbeitgeber, den Sie, lieber Mitarbeiter, weiterempfehlen würden? Oder wie betrachten Sie eigentlich unsere Zukunftsfähigkeit, was Produktportfolio angeht? Oder. Man kann da kleine Fragen einfach mal starten, um überhaupt zu testen. Ist meine Feedback-Kultur überhaupt bereit oder überhaupt da und ausgeprägt genug? Und dann ist es, wie gesagt, können es auch kleine Sample-getriebene Befragungen sein. Es muss nicht zu groß und nicht zu komplex werden. Typische Komplexitätstreiber, Unternehmen brauchen sowas meistens. Konkret, das sind das Sachen wie komplexe Reporting-Konstrukte, wo über die gesamten Lines und Dotted Lines, also Matrixen, Reports ausgesteuert werden. Sowas kann man auch lassen und mit Dashboards beispielsweise arbeiten und das ein bisschen höher aggregiert machen. Das vereinfacht das Ganze und so kommen letzten Endes ein Stück weit auch die Ergebnisse schneller an. Und Komplexität vermindern heißt letzten Endes schneller umsetzen. Letzten Endes kommt es schneller zum Erfolg. Können Sie Kundenbeispiele nennen, wo Questback einen solchen Veränderungsprozess hin zu einer neuen Führungskultur bereits begleitet? Gibt es in der Tat einige. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich für kontinuierlichen Prozess ein bisschen anderer. Und das ist Danfoss, die Niki Vogel, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren begleite in diesem Prozess und vor allem in diesem Projekt. Und nächste Woche sitzen wir wieder zusammen, über neue Dinge zu sprechen. Das ist ganz spannend bei Danfoss. Das ist ein Unternehmen, 25.000 Mitarbeiter groß, baut ja, Maschinenbauer, in Anführungszeichen mal im weitesten Sinne. Und dort ist es so, dass man alle 2 Jahre eine große Befragung gemacht hat, sehr detailliert befragt hat, viele Handlungsfelder ausbekommen hat und dann verpuffte aber, sage ich mal, das ein bisschen. Man lief in vielen Themen gleichzeitig los und konnte aber nicht so konkret nachhalten, ist das, was wir tun, effizient und kommen die Maßnahmen auch an. Und Niki hat sich dann dazu entschlossen, den Prozess ein bisschen zu verändern. Das heißt also konkret zu sagen, ich will weniger Felder angehen, dafür die aber ganz konkret nachbefragen. Und das dann sozusagen in Wellen letzten Endes, Quartalspulsen nachbefragen, ob konkrete Veränderungen von den Mitarbeitern gesehen werden, ob die Maßnahmen ankommen bei den Mitarbeitern und sobald das Thema positiv abgeschlossen ist, widmet man sich dem nächsten Thema. Also da geht man mit einem stärkeren Fokus. Und sie hat sich eben auch entschieden, jetzt sukzessive mehr die Manager zu, wie hat sie es formuliert, zu empowern. Ihr Traum ist der empowerte Manager am Ende des Tages, der selber Feedback erhebt und selber entsprechend Handlung davon ableitet. Und ich glaube, so kann man das, ist das eine schöne Geschichte, letzten Endes dahin zu gehen. Insofern, das finde ich, das eine ganz tolle Sache. Und viele unserer Kunden beschäftigen sich in der Tat auch parallel mit, sage ich mal, Engagement, Enablement, Commitment auf der gesamten Mitarbeiterbetrachtung. Auf der anderen Seite aber ganz konkret mit Führungskräfteprogrammen, weil man eben weiß und sieht, dass es startet halt letzten Endes mit einer Strategie, es geht weiter mit Führungskultur und dann an der Stelle kommt letzten Endes das Level, das Team-Level. Viele beschäftigen sich jetzt gerade mit Team-Feedback. Haben wir so mit Engagement begonnen, Führungskräfte-Feedback weitergeführt und sind jetzt eben bei dem Thema der Teams und sagen, jetzt ist uns das Thema Team. Die Leads sind allein mit dem Business, wissen, worauf es ankommt. Jetzt geht es darum, die Teams abzuholen und den Teamlead dabei zu unterstützen, den maximalen Erfolg zusammen mit seinem Team zu erreichen. Finde ich auch eine spannende Entwicklung so gesehen, dass man das ein bisschen, ich sag mal, ja, verteilt ein Stück weit. Also nicht alles nur zentral gesteuert sein muss, sondern auch eine gewisse Dezentralität bei Feedback-Instrumenten, Befragungsinstrumenten vielmehr, letztendlich zuzulassen. Okay, wir haben noch viel, viel mehr Fragen. Ich glaube, ich könnte jetzt noch endlos weitermachen. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Fragen. Finde ich großartig, dass Sie hier alle so stark mitmachen. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, an Betracht der Zeit, die ich ein bisschen überzogen habe, Entschuldigung dafür. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Wir hoffen, dass wir Sie beim nächsten Mal einfach wieder begrüßen dürfen. Ich hoffe, dass das Thema spannend war. Geben Sie uns bitte Feedback.
Im Zweifel, wir setzen auch gerne noch eine weitere Episode hiervon auf, weil es gibt in diesem ganzen Thema digitaler Wandel noch so und so viele Themenfelder, wie der Wandel letzten Endes auf Führungskultur sich auswirkt, über die wir noch reden könnten, wo wir Material zu haben. Ich würde es gerne sharen. Geben Sie uns einfach das Feedback und dann machen wir das. Insofern vielen Dank, Ihnen eine weiterhin gute Woche, bald ein schönes Wochenende und ich hoffe, beim nächsten Mal wieder zahlreich Menschen begrüßen zu dürfen. Danke.